Wie steht die Frau von Pietro Lombardi zu Schönheitseingriffen und welche hat Laura Maria Röpper bereits machen lassen? Laura Mary Röpper hat jüngst ihr neuen Duft Leano Romeo, ein Extrait de Parfum herausgebracht, und unterhält ihre FollowerInnen regelmäßig über Beauty-Tutorials und Pflegeroutinen. Doch wie echt ist die Schönheit der Kosmetikunternehmerin? In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob die 28-Jährige für ihr makelloses Aussehen Schönheitsoperationen hat machen lassen. Darauf antwortet die Verlobte von Pietro Lombardi, nein. Auch wenn man es vielleicht denken mag, wobei ich nicht verstehe, wieso man das denkt. Ich finde, so etwas fällt eigentlich immer direkt auf. Doch auch, wenn sie bisher nicht nachgeholfen hat, schließt Laura Maria dies für die Zukunft nicht aus. Über Beauty-Eingriffe hat sich die zweifache Mama allerdings schon viele Gedanken gemacht. Ihre Meinung dazu ist eindeutig und für den ein oder anderen sicherlich überraschend. Das Einzige, woran ich eventuell mal denke, und selbst das ist keine OP, ist eine Lippenpigmentierung. Aber selbst das werde ich nicht machen lassen, weil ich Angst habe, dass ich am Ende aussehe. In der Vergangenheit hat sie damit bereits Erfahrungen machen müssen. So verriet sie in einem früheren Q&A, dass sie sich vor vielen Jahren einmal hat die Lippen aufspritzen lassen und das ganz schön nach hinten losgegangen ist. So habe sie allergisch auf die Injektion reagiert. Kein Wunder also, dass sich die Influencerin genau überlegt, ob sie sich nochmals die Lippen aufspritzen lässt oder nicht.